jetzt sind wir aber da. Herzlich willkommen bei Interaktiv, Ihrem Gute-Laune-Nachmittag. Ich bin die Martina Clementin, freue mich wie immer ganz besonders, dass Sie auch heute schon Zeit finden, bei uns auf VolksTV mit dabei zu sein. Ja, was tut sich in den nächsten Tagen? Das ist heute die große Frage. Das lange Pfingstwochenende steht ja schon direkt vor der Tür. Wettermäßig soll das ja wirklich hochsommerlich werden mit Temperaturen über 30 Grad. Ja, die einen packen jetzt vielleicht schon die Koffer und machen sich auf in Richtung Adria, um dort wirklich in Kroatien, in Slowenien oder in Italien Meeresfeeling zu genießen. Ja, was machen wir, die zu Hause bleiben? Auch bei mir steht kein Urlaub an. Haben Sie Tipps für mich? Was kann man an diesem Wochenende wo in Deutschland, Österreich, der Schweiz oder wo auch immer Sie zu Hause sind erleben? Das ist heute gefragt. Ihre Tipps fürs lange Pfingstwochenende. Ich würde mich wirklich freuen, wenn Sie den einen oder anderen Tipp für mich haben. Ja, wo sind wir noch dabei an diesem Wochenende beim Chiemgau-Festival? Warum auch Sie das nicht versäumen sollten? Und diesen Geheimtipp bzw. diesen Veranstaltungstipps für alle Bayern oder die umliegend irgendwo in der Nähe des Chiemgau zu Hause sind, diesen Veranstaltungstipp, den gibt es gleich hier bei mir bei VolksTV. Und zwar sprechen wir jetzt vom Chiemgau-Festival 2014. Da geht es heute am Abend mit einem wirklich ganz, ganz tollen Programm gleich einmal los. Also wenn Sie noch nichts geplant haben, dann jetzt einmal genau zuhören, was da alles los ist am Festplatzgelände Grassau. Und zwar heute ab 20 Uhr, ganz, ganz toll. Die Schürzenjäger, die sind ja fleißig am Werkeln an einer neuen CD, haben schon einige Titel dazu fertig und werden sicher auch das eine oder andere Gusto-Stück halt rauspräsentieren. Und aus der langen Schürzenjäger-Bandgeschichte wird man sicher auch das einige oder andere Schmankerl hören, das sicher auch für Partystimmung sorgen wird. Da freue ich mich schon persönlich drauf und das Vorprogramm heute für die Schürzenjäger, Gerry der Klostertaler und Frank Cordes. Das gibt es also heute am Abend beim Chiemgau-Festival 2014. Ja, wer heute nicht kann, ist morgen gut beraten. Da spielt nämlich Österreich auf und zwar mit Christina Stürmer und ihrer Band, auch die wir dort garantiert das Festzelt rocken. Vorprogramm ist hier der Andi Thon mit seiner Band. Ja, da zahlt es sich wirklich aus. Wer also heute schon Zeit hat oder morgen Zeit hat, hinkommen. Und sonst am Wochenende gibt es ja auch noch Programm. Und zwar den Ernst Hutter und die Egerländer Musikanten. Für alle Fans ein Pflichttermin. Das ist dann der Samstag um 19.30 Uhr geht's los. Und dann gibt es am Sonntag die große Schlagerparty ab 19.30 Uhr mit Fantasy, Stefan Ross und Band. Die Cappuccinos sind mit dabei, Vox Club ist mit dabei, Annemarie Eilfeld, Liane und Sascha Heiner. Also da tut sich wirklich einiges hier im Grassau im Konzertzelt auf der Festwiese. Ja, wenn Sie vielleicht Lust und Liebe haben, dort hinzuschauen, dann machen Sie sich mal im Internet schlau unter chiemgau-festival.de. Dort finden Sie auch alle Eckdaten. Ja, und wir von VolksTV, wir sind auch ab heute Abend beim Schürzenjäger-Konzert mit dabei und werden dann natürlich in der nächsten Woche auch hier über die Highlights berichten, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, live mit dabei zu sein. Ja, was tut sich noch am Pfingstwochenende? Das ist heute meine große Frage an Sie. Haben Sie Veranstaltungstipps? Was tut sich vor Ihrer Haustür? Was muss man an diesem Pfingstwochenende unbedingt getan haben? Was haben Sie so vor? Nutzen Sie die Gelegenheit und rufen Sie mich an. Vielleicht veranstalten Sie ja auch irgendwo ein Fest oder eine Party und möchten unsere VolksTV-Zuseher dazu noch herzlich einladen. Dann haben Sie ebenfalls die Gelegenheit dazu. Ja, nicht nur in Bayern ist einiges los, auch in Kärnten, da tut sich auch einiges. Zum Beispiel das berühmte Kranzlreiten in Weidensfeld. Ja, eine Tradition, die dort bereits seit 1567 hochgehalten wird. Warum ein Fest wirklich so lange überdauert, warum keinesfalls ein Jahr ausgelassen werden darf, was dort wirklich passiert und warum Sie das unbedingt einmal gesehen haben sollten. Dazu gibt es mehr und zwar in den nächsten 10 Minuten hier bei mir bei VolksInteraktiv. Der Nebel grau und so schwer zieht langsam in die Höhe. Der Fischer und sein Boot sind mitten auf dem See. Er wirft die Netze aus und hofft auf reichen Lohn. Zu Haus die Frau, die Kinder, wart
warten lange schon. Am Ufer brennt dir ein Licht und das geht niemals aus. Es ist ein guter Stern auf seinem Weg nach Haus. Der Nebel deckt es zu, sein Boot treibt ohne Ziel. Und bis zur Schlucht am Felsen fällt nicht mehr sehr viel. Habe denn schon erzählt heute, dass wir über das Kranzlreiten in Weitensfeld berichten wollen. Das findet im Gurktal in Kärnten statt und einer ist dann nicht nur mittendrin, der ist auch immer wieder und alle Jahre mit dabei. Das ist der Max Strohmeier vom Trachtenhaus Strohmeier in Weitensfeld und den Max, den müsste ich jetzt bei mir auch schon in der Leitung haben. Hallo Max. Einen wunderschönen Nachmittag. Ja, hallo Max, ich grüße dich. Hallo. Wir haben schon vorher ganz, ganz kurz telefoniert. Du bist mittendrin im Stress, auch natürlich für die Vorbereitungen. Das traditionelle Kranzlreiten in Weitensfeld steht am Programm. Vielleicht kannst du unseren Zuschauern, die ja in Deutschland, in Südtirol und in der Schweiz und in Holland zuschauen, einmal ein bisschen erklären, worum es beim Kranzlreiten eigentlich überhaupt geht. Ja, das mache ich natürlich sehr, sehr gerne und danke für die Möglichkeit. Ja, wie gesagt, ich darf alle ganz, ganz herzlich zum Kranzlreiten nach Weitensfeld ins Gurktal einladen. Wir starten jetzt am Samstag, am Pfingstwochenende mit dem Strohmeier Kirchtag. Da gibt es ab 16.30 Uhr am Nachmittag bei uns ein ganz ein tolles Programm. Die Oberkrainer Polkamädels werden mit dabei sein, Matakustiks wird mit dabei sein. Wir vom Trachtenhaus Strohmeier machen eine Modenschau, eine besondere. Und dann ein ganz weiterer besonderer Programmpunkt wird die Prämierung der beliebtesten Musikkapelle Kärnten sein. Wir haben da eben aufgerufen, alle Trachtmusikkapellen können da mitmachen und wie gesagt, es gibt dann aus jedem Bezirk gibt es Bezirkssieger und dann wird ein Landessieger noch gekürt und wir haben da also 8 Kapellen, die da mit dabei sein werden, die da spielend einmarschieren. Ja, und am Abend gibt es dann noch ein großes Open Air mit die Aufgeiger und Matakustiks wird einen weiteren Auftritt haben. Dann am Pfingstsonntag, da wird dann von Haus zu Haus, gibt es dann das Standl-Singen. Da wird dann, das gehört auch zum Brauch und wird dann für Pfingstmontag wird dann eingeladen. Mhm. Und das eigentliche Brauchtumsfest ist dann wirklich dann erst am Pfingstmontag. Da gibt es dann das Kranzlreiten und den Wettlauf um den Kust der Jungfrau. Mhm. Das schaut dann so aus, dieser Brauch geht zurück ins Mittelalter bei uns. Im Mittelalter hat bei uns die Pest gewütet. Und das war so schlimm, dass nur mehr ein Burgfräulein übrig geblieben ist und 3 junge Burschen. Und dieses Burgfräulein konnte sich damals nicht entscheiden, wen sie von diesen 3 jungen Burschen heiraten soll. Und dann ist es so weit gekommen, dass ein Wettstreit angesetzt wurde und die Burschen haben da müssen um die Wette laufen und den Gewinner hat eben dann dieses Burgfräulein zum Mann genommen, also geheiratet. Mhm. Ja, und das ist nicht alles. Wir sind auch da beim Kranzlreiten, das heißt, es gibt da ca. 40 bis 45 Kranzlreiter, die da mit dabei sind und die müssen da am Pfingstmontag 3-mal im gestreckten Galopp die Marktstraße auf- und abreiten. Das gehört auch zum Brauch, weil wenn das einmal nicht gemacht wird oder einmal im Jahr ausfällt, dann kann natürlich sein, dass diese Pest, diese Katastrophe wieder zurückkehrt. Mhm. Also ist das alles irgendwie dieser Brauch auch mit einer Geschichte, mit einer Sage verbunden. Ich habe das gelesen, seit 1567 findet das ja am Markt in Weitensfeld statt und es ist auch in Kriegsjahren oder in Jahren, wo es einfach auch der Gemeinde nicht so gut gegangen ist, trotzdem in kleiner, reduzierter Form abgehalten worden, um eben Katastrophen, in dem Fall dann die Pest, auch wirklich von der Ortschaft abzuhalten. Heute geht es um den Kuss für die steinerne Jungfrau und natürlich auch um Mut und Ehre, würde ich einmal sagen, oder? Weil ein bisschen Mut müssen die Burschen, die da mit dabei sind, schon mitbringen, weil das ist ja dann doch recht spektakulär und auch, ja, mit hoher Geschwindigkeit auch verbunden. Ja, die Burschen müssen nicht so sehr Mut mitbringen, sondern eher mehr Schnelligkeit, okay, würde ich sagen. Ich glaube, ich habe die Ehre, da seit Jahren schon als Kranzlreiter mit dabei zu sein. Und also wir Kranzlreiter müssen da schon ein bisschen mehr Mut mitbringen, mit unseren Pferden da durch die Zuschauer zu reiten, da am Asphalt. Also das hat natürlich auch ein gewisses Risiko und birgt natürlich auch Gefahren mit sich. Aber es ist Gott sei Dank die letzten Jahre wirklich, hat es keinen schweren Vorfall mehr gegeben. Da müssen wir auch klopfen und sind wir auch sehr froh, dass es so ist.
Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass auch am Pfingstwochenende viele, viele Besucher zu uns kommen. Wirklich ein tolles Programm. Und ob es jetzt der Samstag ist oder vor allem auch der Pfingstmontag, wirklich einen Besuch wert, hier in Weidenfeld vorbeizuschauen. Ja, das Wetter soll ja angeblich wirklich ganz, ganz toll und sommerlich werden, genauso wie man das auch für eure Veranstaltung natürlich braucht. Jetzt an dich natürlich, du hast ja in Weidenfeld auch das Trachtenhaus Strohmeier. Wir Moderatoren hier bei VolksTV werden ja an dieser Stelle auch ein Dankeschön immer wieder auch von dir ausgestattet. Was muss man denn tragen? Das ist ja immer so ein bisschen eine Frage, wenn jemand vielleicht noch nie dort war, ist dort Trachtenpflicht? Muss es das Dirndlkleid und die Tracht sein oder wie erscheint man da eigentlich an dem Wochenende? Also bei uns gehört die Tracht einfach dazu. Es ist Kirchtagszeit, ist Trachtenzeit, sage ich immer. Und die Burschen in Lederhose, die Mädels im Dirndl, das ist einfach irgendwie eine Pflicht bei uns. Natürlich gibt es auch in abgeschwächter Form. Man kann das natürlich auch mit Jeanshosen kombinieren. Man kann es ein bisschen moderner tragen. Bieten wir natürlich auch alles an bei uns im Geschäft. Aber es gehört schon Tracht an diesem Wochenende dazu. Und wer noch gar nichts hat, könnte am Samstag noch bei deinem Strohmeier-Kirchtag Last Minute shoppen, hoffentlich, oder? Ganz genau, das wäre ja eine tolle Kombination, auch uns kennenzulernen. Wir haben das Geschäft dann noch geöffnet am Samstag von 8.30 Uhr bis 16 Uhr. Und dann im Anschluss starten wir mit dem Kirchtagsprogramm. Also darf ich wirklich noch alle einladen nach Weidenfeld, vielleicht vorher bei uns eine Runde im Geschäft zu drehen, zu schauen, was es alles gibt, was wir anbieten und danach mit uns am Kirchtag ein bisschen abzufeiern. Wie viele Besucher werden denn da in so einem Wochenende überhaupt erwartet? Also wir rechnen so circa mit 7.000 bis 10.000 Personen. Am Samstag werden es so circa 2.000 sein und am Montag sind es immer 4.000, 5.000, 6.000. Kommt natürlich aufs Wetter drauf an. Aber es ist dann schon wirklich sehr viel los. Es ist natürlich das Programm Highlight, das Fest bei uns im Weidenfeld, immer am Pfingstwochenende. Und ja, kann ich wirklich, der, was es noch nicht gesehen hat, sehenswert, und der, was es schon gesehen hat, sollte auch immer wieder kommen, weil wir bieten natürlich jedes Jahr was Neues. Ist klar. Wir haben ja während unseres Telefongespräches auch einige spannende Bilder eingeblendet, wo man so ein bisschen einen kleinen Eindruck darauf bekommt, wie es dann wirklich in diesen 3 Tagen da in Weidenfeld ablaufen wird. Schaut ganz, ganz toll aus. Ich glaube, da steht auch das ganze Gurktal dahinter und lässt sich natürlich diese Veranstaltung nicht entgehen. Von nah und fern kommen die Besucher. Also, Sie haben es gerade gehört. Genau, ja. Es wird natürlich auch unsere Weidenfelder Bevölkerung aufgerufen, den Markt schön zu schmücken, die Häuser mit Fahnen zu beflaggen, Blumen zu dekorieren. Also, und natürlich ist der ganze Markt schön geschmückt. Natürlich die Kanzelreiter, die dürfen da auch noch mitreiten. In der Kanzelreitertracht, die Pferde und das Zaumzeug muss geschmückt sein. Also das hat schon alles gewisse Richtlinien, die da vorgegeben werden. Also das heißt, Max, bei euch im Ort gibt es momentan niemanden, dem auch nur eine Minute langweilig ist, oder? Vor lauter Vorbereitung. Nein, wir sind wirklich alle sehr bemüht. Ja, das denke ich. Und um ein tolles Pfingstwochenende. Super. Also, wir haben das Programm auch vorgestellt. Am besten hinschauen schon am Samstag. Wem die passende Tracht fehlt, hat er noch die Gelegenheit, Last-Minute-Shopping im Trachtenhaus Strohmeier in Weidenfeld zu gestalten, damit man dann wirklich für den Pfingstsonntag und für den Pfingstmontag auch passend angezogen ist. Lieber Max, ich bedanke mich recht herzlich, dass du Zeit gehabt hast für das kurze Telefoninterview. Halte ganz fest die Daumen, auch für deinen Ritt am Montag, dass Dankeschön. Da alles gut geht. Viel, viel Spaß wünsche ich und viele ganz begeisterte Besucher wünsche ich. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass ich die Möglichkeit gehabt habe, unser Pfingstfest in Weidenfeld VolksTV zu präsentieren. Und auch für die Zusammenarbeit mit den Moderatoren möchte ich mich auch an dieser Stelle ganz herzlich bedanken. Dankeschön. Vielen Dank, Max. Ja. Ich wünsche ganz, ganz liebe Grüße ins Gurktal und bis bald. Danke, auf Wiederhören. Wiederhören. Ja, und wir haben jetzt gehört, das Carinthia Sextett, das wird am Montag auch mit dabei sein. Und von denen hätten wir auch gleich das nächste Musikvideo vorbereitet. Wir haben großen Durst, der Durst wird immer mehr. Drum trinken wir jetzt ein ganzes Bier fast leer. Ist in diesem Fass nicht ein Tropfen mehr, dann bringen wir schnell ein neues Fass hierher. Martin! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und der 8. Der ist dran, der ist dran. Zahlen muss er diese Runde, sonst ist er kein braver Mann. Braver Mann, so kommen wir wieder zu Bier. Interaktiv.
intensiven Nachmittag am Donnerstag. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind. Ja, und viele sind wahrscheinlich schon auch mit Vorbereitungen beschäftigt, denn es ist nur noch knapp eine Woche. Heute in einer Woche startet sie also, die Fußball-WM 2014 in Brasilien. Ich muss ganz ehrlich zugeben, in den letzten Jahren bin ich auch zu einem kleinen Fußballfan zumindest einmal geworden. Aber schaue ich mir schon gern an, wenn so gute Spiele laufen, wie jetzt natürlich bei der Fußball-WM. Ja, die einen sind damit beschäftigt, zum Beispiel noch ihre Panini-Alben irgendwie voll zu bekommen. Ich muss sagen, ich bin noch nicht so fleißig, ein paar Backen zum Aufmachen und zum Picken hätte ich noch, aber in einer Woche schaffe ich das garantiert auch noch. Ja, andere wiederum schauen, dass sie einen großen Fernseher noch für zu Hause irgendwo herkriegen, um dann wirklich vielleicht auch in Gesellschaft von Freunden und Familien gemeinsam die Fußball-WM zu verfolgen. Obwohl laut einem Fußballsimulator der Freien Universität Berlin brauchen wir gar nicht einmal so neugierig sein, denn die wollen doch tatsächlich jetzt schon wissenschaftlich ausgerechnet haben, wer die Fußball-Weltmeisterschaft gewinnt. Ja, und da stehen die Chancen 17% auf einen Sieg der deutschen Nationalmannschaft. Mit 25%iger Wahrscheinlichkeit soll sich laut diesem Fußballsimulator angeblich Brasilien den WM-Titel holen. Ja, das ist allerdings jetzt nur eine statische Berechnung. Sobald die WM startet, nimmt dieser Computer auch Einfluss bzw. beeinflusst dann das Rechenprogramm und dann wird es immer wieder neu berechnet, wer denn wirklich Weltmeister wird. Naja, es zählt aber noch immer das, was am Platz passiert und das ist einiges. Und wir müssen uns auch darauf vorbereiten, uns wirklich vielleicht mit Energy Drinks oder Kaffee irgendwie in den nächsten 3 Wochen dann wach zu halten. Denn die Spiele in Brasilien mit der Zeitverschiebung finden bei uns in Europa ja quasi mitten in der Nacht statt. Das Eröffnungsspiel heute in einer Woche zum Beispiel Brasilien gegen Kroatien startet um 22 Uhr. Ja, vielleicht nutzen Sie diese Woche dann noch dem Chef zu sagen, dass Sie dann ab sofort, während die Fußball-WM läuft, einfach 3 Stunden später zur Arbeit kommen. Vielleicht kommt er sogar 4 Stunden später und dann sind sich eh alle einig. Also ich freue mich schon auf die Fußball-WM. Eine Woche lang müssen wir noch warten und die Zeit, die verbringen wir am heutigen Nachmittag natürlich gemeinsam mit Ihren Lieblingsmusikvideos aus der Schlager- und Volksmusikszene. Bitte schön, starten wir gleich wieder.